Meine Damen und Herren, ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie das Video eines Verschwörungstheoretikers sehen. Und dieser Verschwörungstheoretiker bin ich. Und der hat diese Verschwörungstheorie, dass die Fed bald umkippen wird, dass sie bald die Zinsanhebungen stoppen wird. Und das ist nicht gerade Konsens an den Märkten. Das ist bei manchen offenkundig auf eine gewisse Verärgerung gestoßen. So mein werter Kollege Hamed Eshnachari, der gesagt hat, also, ohne mich beim Namen zu nennen, also diese Theorien, dass Biden hier die Geldpolitik manipulieren würde, wie er das hier formuliert hat, die sei doch sehr, sehr weit hergeholt. Er erwartet, dass die Fed die Zinsen weiter anheben wird. Was hatte ich da gesagt? Ich hatte gesagt, und das habe ich schon öfter gesagt, dass dieser plötzliche Wandel von Jerome Powell und Lael Brainard gekommen ist im November 2021, als beide nominiert wurden. Powell als Fed-Chef erneut, zweite Amtszeit, und Lael Brainard als Vizechefin. Das war im November 2021. Kurz zuvor, hier Ende November, noch eine Schlagzeile von Jerome Powell, der immer gesagt hat, die Inflation ist transitory. Ja, okay, kann schon sein, so hier, Paul, wie gesagt, Ende 2021, dass diese Inflation sich noch in 2022 reinziehen wird. Aber alles hat einen Beginn, eine Mitte und ein Ende. Und diese Sache, die wird sich schon auflösen. Ende September 2021. Dann knapp etwa 7 Wochen später, als die Inflation noch mal ein bisschen gestiegen ist, aber nicht wirklich viel, dann diese Statements von Powell und Brainard anlässlich ihrer Nominierung zum FED-Vorsitzenden respektive zur Vize-Vorsitzenden der FED. Da spricht Powell plötzlich von einem Burst of Inflation, von einer Explosion der Inflation. Lael Brainard sagte dann in eben einem solchen Statement anlässlich ihrer Nominierung, ja, ich bin hier, um sozusagen dem Wohle der Amerikaner zu dienen, und das heißt, die Inflation nach unten zu bringen. This means getting inflation down. Ein völlig neuer Duktus, eine völlig neue Tonlage, die da entstanden ist. Am Tag, an dem sie nominiert wurden für eine zweite Amtszeit bzw. für eine erste Amtszeit der FED-Vizechefin. Das kann man als Zufall bezeichnen, aber man kann auch zumindest wahrscheinlich machen, dass Joe Biden natürlich in dieser Inflation ein politisches Problem für ihn erkannt hat und gesagt hat, Jungs, ihr könnt hier diese Posten haben, aber ihr müsst etwas tun in Sachen Inflation. Das war vorher nicht gerade der Fokus der Fed. Die hat gesagt, naja, transitory Lieferketten und ihr wisst schon, und dann Nachfrage, und deswegen wird die aber auch bald runtergehen, weil diese ganzen Geschichten sich auflösen werden. Ich hatte dann einen Tag danach, nämlich am 23. November 2021, diese Statements kamen relativ spät abends deutscher Zeit, konnte ich da gar nicht mehr mit aufnehmen, ein Marktgeflüster gemacht, das hieß Inflation und Fed, warum die Märkte jetzt so nervös werden. Und dann habe ich in dem Begleittext formuliert, da ist nun überhaupt keine Rede mehr von einer vorübergehenden Inflation. Und das bedeutet eine glasklare, hawkische Wende der US-Notenbank. Diesmal ist das kein Fehler, der korrigiert werden könnte in Anspielung auf das, was Powell 2019 gemacht hat, nämlich diese plötzliche Wende, sondern das ist das neue Programm, nämlich Bekämpfung der Inflation. Oberste Priorität, Bekämpfung der Inflation, das war das neue Motiv im November 2021. Die Märkte erstmal nervös reagiert, aber dann, wie Sie hier sehen, ist man dann entspannt in Richtung Jahresendrally nochmal auf ein neues Allzeithoch gelaufen, das wir dann Anfang Januar 2022 gesehen haben. Warum? Weil die Märkte das nicht ernst genommen haben. Die haben gesagt, ach was, lass die reden. Die meinen das doch nicht so. Die haben das irgendwie nicht kapiert. Dann kam am 5. Januar das FOMC-Protokoll, wo eben diese Priorität der Bekämpfung der Inflation das erste Mal neben diesen Statements zur Nominierung klar fixiert wurde, klar gesagt wurde, naja, jetzt ändert sich etwas, liebe Leute. Und bums, sehen wir, ist es im Januar deutlich nach unten gegangen, und seitdem sind wir im Grunde in einem Abwärtstrend. Wir sehen hier den S&P 500,
der Anfang Januar nochmal auf gut 4.800 Punkte gestiegen ist. Und seitdem sind wir in einem Abwärtstrend. Und selbst wenn wir jetzt über 4.100 Punkte laufen, und das wäre noch ein ganz schöner Schnaps, dann wären wir immer noch in diesem Abwärtstrend. Also die Aktienmärkte hatten ein bisschen eine lange Leitung. Wer da short war, wie ich damals nach diesen Statements, der hatte erstmal ganz schön zu leiden. Aber ich habe mir gesagt, nö, das Ding halte ich mal besser. Und es hat sich im Endeffekt dann ziemlich gut gelohnt. Jetzt schauen wir mal an, bin ich jetzt der einzige Rufer in der Wüste? Nein, da ist der Mike Wilson von Morgan Stanley, der bisher ziemlich gut gelegen hat in diesem Jahr, der die bisherigen Rallyes, die wir gesehen haben, als Bärenmarkt-Rallyes klassifiziert hat. Und der hat in einer Mitteilung an seine Kunden gesagt, das Ende der Zinsanhebungen ist nahe, liebe Leute. Und er sagt, wir dürften eine Rallye sehen, die ja bis 4.150 Punkte im S&P 500 gehen könnte. Und das, obwohl ja diese Tech-Earnings so schlecht waren. Warum er davon ausgeht, dass bald Schluss ist mit Zinsanhebungen, gleich mehr. Aber hier kommt noch ein anderer Punkt dazu, nämlich politischer Druck. Dieser politische Druck, sehr wahrscheinlich, den hat Biden ausgeübt damals auf Paul und die neue Fed-Vize Brainard, indem er gesagt hat, ihr kriegt den Posten, aber tut was gegen die Inflation, das darf uns nicht aus dem Ruder laufen, da haben wir ein richtiges Thema. Dann haben die gesagt, jawohl. Und man darf sich ja nicht vorstellen, dass die Fed wirklich komplett unabhängig ist. Natürlich ist sie formal unabhängig, so formal unabhängig etwa wie die EZB, wo eine Politikerin jetzt Notenbankchefin ist und ein ehemaliger Notenbankchef jetzt Politiker. Nein, ein bisschen unabhängiger vielleicht schon, aber alle wissen natürlich, dass die Aktionen der Fed maßgeblichen Einfluss auf die Politik haben, auf die ökonomische Entwicklung, zum Beispiel auch auf die Entwicklung des Budgets der Amerikaner, die sehr, sehr viel Geld für Schuldenzahlungen hinterlegen müssen. Und ich hatte darauf verwiesen, dass zwei Demokraten Briefe geschrieben haben an Paul und gesagt haben, lass jetzt mal stecken mit diesen Zinsanhebungen. Besonders bemerkenswert ist Sherrod Brown, den Sie hier sehen. Wenn Sie da diese Befragungen vor dem Bankenkomitee des Senats sehen, dann ist das der Mann, der praktisch diese Befragungen leitet. Das ist im Prinzip der Chefaufseher des Parlaments der Fed. Das kann man überhaupt nicht überschätzen, nach meiner Auffassung, was das bedeutet, wenn der einen Brief an Jerome Powell schreibt und sagt, jetzt mach mal Schluss bitte. Und sein Argument, hier sehen wir dieses Schreiben, ein offener Brief, und ich glaube nicht, dass ein hochrangiger Politiker der Demokraten das gegen den Willen oder ohne das Wissen von US-Präsident Joe Biden, der bekanntlich ja auch ein Demokrat ist, dass er das mal soeben machen konnte. Und er begründet die Aufforderung an Paul in diesem Schreiben, das kürzlich ja veröffentlicht wurde, nämlich am 25. Oktober. Die Amerikaner leiden ohnehin schon unter der hohen Inflation. Wenn ihr jetzt durch eure Zinspolitik die Arbeitslosigkeit noch weiter nach oben bringt, dann haben die Amerikaner eine doppelte Bürde. Und ihr habt ja zwei Aufträge, lieber Fed, das sogenannte duale Mandat, Dual Mandate. Einmal den Arbeitsmarkt, die Arbeitslosigkeit nicht zu stark steigen zu lassen und auf der anderen Seite eine Preisstabilität zu gewährleisten. Und wenn ihr jetzt zu stark gegen die Inflation vorgeht, so Brown, dann werdet ihr die Arbeitslosigkeit nach oben bringen und viele werden dann noch arbeitslos, die jetzt schon unter der Inflation zu kämpfen haben, und die werden dann hoffnungslos verloren sein. Und das wollen wir nicht und das wollen die Demokraten nicht und das wollen sie schon gar nicht vor den US-Zwischenwahlen, die derzeit wieder nicht besonders gut aussehen. Warum könnte die Fed umsteuern? Nun, die Fed hat selbst mehrfach erklärt, es gibt eine Kennzahl, die ganz sicher auf eine Rezession hindeutet. Das ist die Zinskurve der dreimonatigen US-Staatsanleihe und der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Da hat die Fed viele Papiere verfasst und hat gesagt, naja, 2 Jahre, 10 Jahre, die kann mal negativ werden, ist aber nicht sicher, dass dann eine Rezession kommt. Aber wenn die dreimonatige und die 10-jährige US-Staatsanleihe invertieren, dann ist das ein hundertprozentiges Signal für eine Rezession. Und jetzt gucken Sie mal, was jetzt kürzlich passiert ist. Wir haben eine invertierte Zinskurve bei dreimonatigen und 10-jährigen US-Staatsanleihen. Das heißt, wenn die Fed jetzt praktisch ihr eigenes Research auch nur entferntest
ernst nimmt, dann müsste sie jetzt gewarnt sein und sagen, macht das vielleicht wirklich Sinn, jetzt noch mit dicken Zinsanhebungen in eine kommende Rezession zu gehen? Dass die Fed sehr wahrscheinlich jetzt am Mittwoch nochmal 75 Basispunkte die Zinsen anheben wird, geschenkt, klar, das dürfte passieren. Aber entscheidend ist eben dann, was Powell sagt, und nach meiner Auffassung, und da kann ich falsch liegen, selbst reden, wird er darauf hindeuten, dass diese Zinsschritte jetzt deutlich langsamer werden. Er wird seine Einschätzung der Wirtschaft wahrscheinlich deutlich negativer gestalten, wird sagen, dass am Hausmarkt ein dicker Abschwung bereits zu erkennen ist, wodurch die Financial Conditions sich besonders schon gestrafft haben. Und das ist ja das Ziel der Fed. Hier sehen wir mal übrigens die Schuldenbelastung, respektive die Zinsbelastung. Das wird jetzt sehr, sehr schnell in den nächsten 10 Jahren nach oben gehen, und zwar gigantisch schnell. Und je höher die Zinsen sind, umso höher latent natürlich die Belastung für den US-Haushalt. Man muss dann neue Anleihen wieder emittieren. Die kommen dann zu höheren Zinsen unter den Hammer sozusagen. Wir sehen hier, dass etwa im Jahr 2052, und wenn die Fed jetzt die Zinsen noch weiter anhebt, dann ist dieser Zeitraum schon deutlich früher eingetreten, würden die USA 40% ihrer gesamten Einnahmen nur an Zinsen bezahlen für den Schuldendienst. Das hängt ja mit den hohen Zinsen zusammen. Und das wäre dann mehr, als man etwa für Forschung und Entwicklung, Infrastruktur und das gesamte Erziehungs- und Bildungswesen ausgeben würde. Also eine Menge Holz. Und das ist natürlich ein Punkt, der gerade auch den Parlamentariern wichtig ist. Die wollen ja auch bestimmte Dinge anstoßen. Und wenn das Geld immer knapper wird und es wird durch diese Zinsanhebungen immer weniger sozusagen freies Geld zu Investitionen, zu bestimmten Projekten, die man hat, möglich sein, das ist einer der entscheidenden Punkte, das kann man ganz klar auch sehen bei den Haushaltspolitikern in den USA, eine gewisse Nervosität hervorruft. Und hier sehen wir das, was Pantheon Macro hier schreibt. Wir sehen ein weakening labor demand, also Arbeitsmarkt kühlt sich ab. Ich kriege am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten, falling business investment. Also wir sehen rückläufige Investitionen, wir sehen fallende Mieten, dazu gleich mehr. Wir sehen fallende Profit Margins, Changes coming. Das macht es sehr wahrscheinlich, dass die Fed wahrscheinlich im Dezember, so sagt es Pantheon Macro, letztmalig die Zinsen anheben wird. Das kann durchaus sein, dass da nochmal die Zinsen angehoben werden. Aber sie dürfte dann jetzt möglicherweise schon am Mittwoch darauf hindeuten, wir haben bald fertig. Und hier sehen wir nochmal die Mieten, Rents, die sind jetzt im Oktober um 0,7% gefallen. Sie waren ja schon im September leicht rückläufig. 0,7% ist der größte Rückgang, den es in diesem Index gab. Also die Mieten fallen so stark wie seit Beginn dieser Datenreihe nicht. Die hat begonnen im Januar 2017. Und wir sehen auf der anderen Seite die Vacancies. Also praktisch den Leerstand bei Wohnungen, der geht auch deutlich nach oben. Und wir haben ja einen Punkt immer gesehen, die Fed hat Angst vor dieser sticky Inflation, vor dieser dauerhaften Inflation, zu der eben auch die Mieten gehören. Die Fed wird sich diese Zahlen auch anschauen und sagen, wow, die Mieten kommen runter, das ist ja eine gute Entwicklung. Das wollten wir ja unbedingt erreichen. Und wenn die Fed dann noch andere Konjunkturdaten sich anschaut, etwa jetzt heute Chicago Einkaufsmanager Index 45,2, alles unter 50 ist Kontraktion. Dallas Fed Manufacturing Index minus 19,4, da sind wir jetzt 6 Monate in Folge im negativen Bereich. Also wir sehen vor allem im Gewerbe, also im produzierenden Gewerbe, geht es deutlich nach unten. Kein Wunder, wenn wir uns die Entwicklung in China und in Europa anschauen. Baltic Dry Index, by the way, heute knapp 5% gefallen. Jetzt gibt es andere Analysehäuser, andere Banken wie Goldman Sachs, die sagen, ja, wir erhöhen sogar noch unsere Zinserwartung. Wobei bei Goldman Sachs, wenn die etwas sagen, dann sind sie mit dem Gegenteil meistens sehr, sehr gut fahrend. Also das könnte eine super Indikation sein. Man erwartet jetzt 75 Basispunkte im November, 50 im Dezember und dann nochmal jeweils Februar und März nochmal 25. Und geht davon aus, dass die Zinsen dann zwischen 4,75% und 5% liegen werden. Auch die Citigroup geht davon aus, dass wir nochmal 50 Basispunkte dann mindestens im Dezember sehen. Und
und dann mal weiter gucken. Also die sind hawkischer als Mike Wilson und als ich auch. Also da gibt es für den Hamid ein paar Gesinnungsgenossen. Das ist ja ein Doktor, der muss das ja wissen. Ne? Und deswegen hat er da zwei Leute, zwei Analysten von City und Goldman Sachs, die da zustimmen. Aber selbst wenn es so kommt, wenn die Fed so weitermachen würde, dann wird etwas kaputt gehen, wie Hannes Zipfel hier richtigerweise sagt. Entweder er fällt vorher gezwungenermaßen um, wie damals im Dezember 2018, Januar 2019, oder es kommt zu einem Accident im System, einem Unfall im System. Und diesen Unfall sehen wir, wenn diese Kreditkonditionen, die Finanzkonditionen so extrem schnell sich verändern, und die haben sich ja durch die schnellste Zinsanhebung der Geschichte sehr, sehr stark und sehr schnell geändert, dann kommt es zu einem Unfall. Überall da, wo Sie diesen roten Strich sehen, ist es zu Unfällen gekommen. Finanzkrise, platzende der Dotcom-Blase 2018, als Paul gesagt hatte, wir heben die Zinsen an, und Bilanzsummenreduzierung auf Autopilot, die Märkte in Panik. Es gab einen Unfall, und diesmal würde es dann auch einen Unfall geben, und diesen Unfall haben wir ja schon mehr oder weniger ein bisschen gesehen im britischen Anleihemarkt. Da drohten ja Pensionskassen über den Jordan zu gehen. Wie wird es jetzt weitergehen mit den Märkten? Das wird natürlich vor allem auf Jerome Powell ankommen. Die Zinsanhebung ist eingepreist, 75 Basispunkte. Das wird keinen vom Hocker hauen. Aber welchen Ausblick gibt Powell? Das wird wichtig sein. Und hier sehen wir, wir haben ja immer wieder gehofft, die Märkte haben immer wieder gehofft, Pivot, also Wende der Fed, enttäuscht, Booms runter. Pivot, oh, Hoffnung, Booms, wieder runter. Jetzt sind wir gestiegen wegen einer Pause. Fallen wir jetzt wieder zurück, weil Paul diese Hoffnungen zerstört? Wir werden sehen. Jedenfalls sitzen viele noch short, wie hier Nomura zeigte in Gestalt von Charlie McGallagher. Und der zeigt also, wir haben jetzt katastrophale Earnings gesehen, oder zumindest sind die Aktien wie Amazon, wie Meta massiv gefallen, aber dennoch, die Gesamtmärkte fallen nicht so wirklich. Wir sehen einen Wechsel von Growth zu Value, vor allem bei Value Energie. Diese Aktien sind ja massiv gestiegen. Und wenn man jetzt wirklich diesen Pivot annimmt, also wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass die Fed eine Wende macht, dann könnte man das, wie Heisenberg hier in einem Tweet zeigte, so spielen, dass man den Dow Jones, der ja super gelaufen ist, wohl seinen besten Monat seit dem Jahr 1976 erlebt, allerdings ist er danach dann auch gefallen, however, dann könnte man den shorten und die Nasdaq-Werte, Tech-Werte auf der Long-Seite spielen. Das wäre eine interessante Investition. Wie gesagt, Dow Jones jetzt sehr stark überkauft. Wir sind jetzt den zweitüberkauftesten Zustand, den wir in diesem Jahr gesehen haben. Da kann der ein oder andere versuchen, mal seinen Finger reinzustecken. Aber muss man natürlich mit Shops arbeiten, wenn man es wirklich will. Und diese Grafik hatte ich schon gezeigt. Jetzt für die Bullen spricht natürlich, Buyback-Season beginnt wieder, und zwar massiv. Wir haben jetzt jeden Tag fast höhere Aktienrückkäufe. Das stützt natürlich den Markt insgesamt. Aber eben nicht solche Aktien wie Meta. Die stürzen weiter ab. Hier in dem Chart von Capital.com sehen wir knapp über 93. Auch heute wieder geht es fast 6% nach unten. Und ja, solche Tech-Werte wie Robinhood, da hat Cathy Wood, meine, ich glaube, es war die zweitbeste Freundin, die hat nochmal da zugeschlagen, greift sie in ein fallendes Messer, die hat auch nach den Tesla-Zahlen zugeschlagen, so richtig rentiert hat sich das noch nicht, aber vielleicht kriegen die Energiewerte, in die viel Geld jetzt geflossen ist in den USA, nochmal einen Dämpfer. Da hat Biden jetzt verkündet, dass man Windfall Tax Profits machen will, also Übergewinnsteuern, herrliches Wort. Im Englischen ist es Windfall Tax. Jedenfalls dürfte das im Endeffekt dazu führen, dass die Ölindustrie noch weniger investiert, weil es sich nicht lohnt. Und das führt zu noch mehr Mangel, als hätten wir nicht schon einen gewissen Mangel an Energie. Genau das Gleiche dürfte dann übrigens auch in Europa mit irgendwelchen Deckelungen, mit Übergewinnsteuern passieren. Und diese Energiepreise, die in Europa durch die Decke geschossen sind, schon vor Putins Angriff, die schlagen sich jetzt auch in der Inflation immer weiter nieder. 10,7% Allzeithoch der Inflation in Europa, eigentlich nur 10,2 erwartet, es sind 10,7 geworden.
deutlich höher als erwartet, politisch letztendlich gewollt, weil eben der Anstieg der Energiepreise weitgehend vor Putin schon passiert ist, dann nochmal natürlich sich verschärft hat, aber man wollte fossile Energieträger teurer machen und jetzt hat man teure fossile Energieträger, da kann man nur herzlich gratulieren. Und eine interessante Entwicklung findet in China statt. Das gab es heute Nacht, einen Crash von Immobilienaktien, nachdem die Chefin einer Immobilienfirma zurückgetreten ist. Völlig überraschend. Also das könnte ein interessanter Artikel für Sie sein. Wir sehen in Hongkong etwa das BIP im dritten Quartal 4,5% gefallen. Und zweite Artikelempfehlung, warum die Inflationsausgleichsprämie für Ungerechtigkeit sorgt. Warum das letztendlich auch wieder nicht ganz sauber ist. Zwei Artikelempfehlungen und der Verschwörungstheoretiker sagt jetzt Servus. Ciao.